Cheerio! Hey, how's that project of ours coming along? Gar nicht. Cheerio, meine lieben Mitüberlebende. Willkommen zurück zu State of Decay 2. So, wir müssen uns Materialien besorgen. Also werden wir uns jetzt das Auto da hinten holen als eine Form von Lager. Obwohl wir können auch das uns als Lager, ne? Ja, wir helfen dir gleich. Wir holen das Auto und dann helfen wir dich. Helfen wir dich vor allem. Der ist bei uns im Norden, alles klar. Wir brauchen Materialien. Warum brauchen wir Materialien? Nun, unsere Ersatzteile sind leider langsam ausgegangen. Mit denen wir ja auch sowas wie die... Ja. Wie die Dings hier bauen. Ist da vorne... Solchen jetzt? Nö. Das sah so aus, so die, durch die Blätter. Was ich sagen wollte, ist uns leider ausgegangen, weil wir durch die Reparatur, die wir noch bauen. Und man kann Materialien ja zu Ersatzteilen basteln. Da. Man merkt, dass das keine... So. Oh, der erledigt. Ich würde dann gerne, wenn du das hier als Rumpf... Okay. So, sehr schön. Dann tanken wir das Ding auch. Nehmen wir durch den Wagen hier zum Rumfahren. Weil ich glaube, das hat einen kleineren Kofferraum als unser Pickup. Und den Pickup nehmen wir dann. Ja. Einmal weniger. Und den Pickup nehmen wir dann für. Dings. 10-4, I'm on it. Als Lager. Hier schon wieder eine Horde. Was ist denn los? So, durch. Hier war irgendwo ein Weg. Genau, ich würde sagen, hier war ein Weg. Da können wir langfahren. Und wir suchen jetzt mal den Typen, der uns da gerufen hat. Ach, guck mal hier. Hey, come here, will you? So, suchen wir das hier erst einmal. Na, was machst du denn bei uns in der Nähe, hä? Oh, 20 von den anderen Munitionen da für das heftige Gewehr. Obwohl es noch ein heftigeres gibt. Womit du zum Beispiel... Oh! Womit du auch Überlebende, also so Menschen mit einem Schuss erledigst. Ja. Können wir machen. Wie, wird auch Zeit. Ich kann die auch hier lassen, du Arsch. Was sind das eigentlich alles für Affen andauernd? Ich würde jetzt immer sehr gerne da rein. Da gibt es nämlich immer was zu gucken. Lohnt das sich da oben rauf zu gehen und umzugucken? Okay, das können wir einfach mal machen. Wir haben ja Zeit. Nehme ich das mit? Ach komm, nehmen wir mal mit. Ich hoffe hier natürlich auch noch so ein paar Schaltkreise zu finden. Weil wir müssen unsere Werkstatt noch aufbessern. So weit. Was ist denn jetzt los? Jetzt kriege ich hier die ganze Zeit Dingsbums. Da oben ist was drauf. Oh, Simmons. Ja, okay, ist Militär, ne? Ist ja Militär. I gotta drop this off soon. So. Ja, dann droppen wir mal kurz was off. Weil ist schon ein bisschen beladen hier. Ich würde sagen, ich nutze auch eins der Reparaturkits nochmal, um das Auto nochmal ein bisschen aufzupumpen. Vor allem Spionage war irgendwie auch gut. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz da oben hoch. Und werden mal schauen, ob uns noch ein bisschen umschauen hier, ob wir hier irgendwas noch. This place is a dry well. Ja gut, wir waren ja auch schon hier, ne? Wir sind ja auch schon fertig und waren schon hier, meine Liebe.
Cardio Plus. Ja, können wir gleich mal spezialisieren. Wollen wir gleich gucken, was wir überhaupt bei allen mal gemacht haben, irgendwie. So, Simmons. Sprinten kostet weniger Ausdauer und übel steht langsamer. Marathon. Sehr gut. Automechaniker. Ja, wir machen mal Automechaniker. Schießen. Los. Ja. Gut. Dann Noemi. Nein, okay. Temisha. Nein. Burns. Beim Kämpfen. Da entstehen langsamer Schlag auf freigeschalten. Erhöhtes Niederschlag mit stumpfen Waffen. Gewaltiger Schlag. Freigeschaltet. Ja, warum nicht? Und Mariel. Medizin. Pathologie. Verringert die Infektion in Krankenstationen. Sammeln wir solchen Proben und stelle Heilmittel effektiver her. Chirurgie. Schalteraktion. Nö. Pathologie für die gut. Tatsächlich. Wir können hier noch was entdecken irgendwo. Da. Eine Garage. Oh Gott. Lass ihn mal. Er ist in der Natur, also von daher lassen wir ihn einfach mal. Ich habe immer Angst, hier Treppen runter zu gehen. Leitern. Ich habe immer eine mega Angst, hier Leitern runter zu gehen, weil die echt ist. Manchmal das Ding zu haben, das einfach so, hups, voll runter. Ach nee, hinter uns, okay. Wo war denn hier der Infektionsherd jetzt? Mir wurde gesagt, so, hey, hier, neue Infektion. Da unten irgendwo am Arsch. Obwohl, das ist bei uns in der Sägemühle, ne? Okay. Da wird es aber noch ein bisschen dauern, bis wir da hingehen. Also hinfahren. Und dafür brauchen wir 3500 Eindings. Ja. Und ich glaube, mit 8 Mitbewohnern oder so. 3000 Euro sind wir weit entfernt. 6. Ich glaube, 8 Leute brauchen wir dafür. So. Hatte ich das schon mit den Betten mal erzählt? Also, es gibt ja eine Möglichkeit, dass du deine Basis nicht so voll mit Betten machst. Ganz einfach. Du kannst dir einen Außenposten, also so normale Häuser, als Außenposten machen, dann hast du irgendwie so 2 Betten dazu oder so. So, das nehmen wir mal mit. So Leute, los geht's. Bringen wir ihn nach Hause. Muss ich hier reinfahren? Ja. Ich kann mir das auch mal ein bisschen umgucken. Wie gesagt, jetzt wäre sehr gut, wenn wir Dings noch haben bekommen. Materialien finden. Ach ja, in dem Morgennebel fahren wir hier ein bisschen rum. Da ist eine Werkstatt. Werkstatt, schon eine Garage. Da könnten wir vielleicht noch was. Ja, ich würde sagen. Och man. It's okay. I understand. Wenn du eine Art Wohn brauchst, kannst du bei uns bleiben. Infos über den Kochen. Haben wir schon jemanden, der kochen kann? Ich glaube nicht, ne? Ne, Musik, Sport. Versorgung, Computer, Automechanik. Ja, dann nehmen wir mit. Gracias. So, wir kommen mit. Meet the team. Guck mal, wir können auch Joe gleich ein neues neue Klamotte geben. Nö. Ja, gehen wir mit das.
So, aber Joe, du kommst jetzt einfach mit. Bevor du mit nach Hause, mit uns nach Hause gehst, suchst du erstmal mit uns hier die Sachen ab. So, Materialien ist gut, wir können aber auch gut noch Dings gebrauchen. Genau, das da. Wir können auch noch guten Medizin natürlich gebrauchen und... So. Sag mal. Ja genau, stellt euch mir vor eine Linse. That was my last shot. Mist. Na gut. Meine Waffe ist alle. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Munition. Medizin. Ja, warum nicht? Und Ethanol. Oh, guck mal hier. Da sind deine Freunde. Aha. Nö. Ich muss noch kurz mal wieder meine Tasche leeren. Sind wieder mal voll bis zum geht nicht mehr. So, ich pack mal die beiden Waffen jetzt hier auch mit rein. Ja, machen wir das so. Hopp, fertig. Sehr gut. Oh, zwei Rohrbomben gebaut. Wir müssen uns jetzt unbedingt mal wieder um solchen Herz kümmern oder so. Wir haben so viel an Bomben. Ich glaube, das werden wir jetzt einfach als nächstes tun. Wir suchen uns gleich ein solchen Herz aus und räumen auf. Wenn das dann wenn das deine einzige Sorge ist, nachdem deine Leute hier gerade gestorben sind. This is my last magazine. Ich brauche schon noch ein paar Materialien. Fahrradgenerator, nee, wir haben ja Strom. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Video angeguckt zu State of Decay. Irgendwie, ich glaube, fast 10 Dinge, die dich hier overpowered machen. So. Das heißt, overpowered sind für das Ganze. Und da kam natürlich auch das vor, was ich hier eingestellt habe, diesen, dass man halt Strom und Wasser hat. Weil du hast keine Benzinkosten mehr, egal wo du hingehst. Du hast da jetzt Strom und Wasser. Kann man das gar nicht nachempfinden. Und natürlich gehört auch das Independent Pack dazu. Okay, dann lass uns mal wieder nach Hause fahren. Dann holen wir uns ein paar Bomben. Zwei Dingsbums. Zwei solchen Heilmittel und dann suchen wir uns gleich das nächstgelegene. Ja, hallo. Das nächstgelegene Dings aus. Soll ich denn jetzt? Das erledigen wir. Boah. So. Einmal nach Hause. Wir können natürlich auch mal durch die Charaktere demnächst wechseln. Dann jeden der Charaktere die Bücher da lesen lassen. Zu Hause. Hi. Wer da? Wer noch? So, zack, 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 zack. It might be tempting to solve a big argument in your group with a permanent solution. But once you go down that road, it's hard to come back. Stimmt, wo war? Eigentlich schon war. So. 1, 2, 2. Okay, jetzt habe ich halt 5 mitgenommen. Ich werde mal. Was ist denn mit dem Kram jetzt mit? Und wenn da mehrere in der Nähe sind, dann holen wir uns den Kram. Dann noch ein bisschen Medizin dazu packen, weil ich habe hier eine Medizin gerade weggepackt.
Dann gehen wir auf die Krankenstation. So. Eins, zwei. Was? Wen hätten wir? Achso. Achso, die Bewohner da unten. Hier mit Joe noch. Ich bin mit Joe zu Hause. Wo ist denn der? Joe? Hä? Wo ist denn Joe geblieben? Hä? Ich bin gerade mega verwirrt. Wo ist Joe? Was, du kannst mich mal. Ich soll allein nach Hause kommen, so. So, wir fahren jetzt zum nächsten solchen jetzt. Ready, go. Und zwar haben wir jetzt eins ausgesucht, was in der Nähe von der Stadt ist, die wir dann auch vielleicht noch plündern können. Naja. Naja. Keucht und fleucht ihr mal. Und wenn wir dann noch nicht zu sehr verletzt sind oder zu sehr verseucht, können wir uns das nächste solchen Herz vornehmen. Bom, bom, bom. Watch out. That's a freak. Boah, nicht nur das, das sind sogar zwei Horden untereinander. Seht ihr das? Das hat sich hier nämlich eine ganze Stadt breit gemacht. Huch. Oh, das war knapp. If any of you could give us a hand, we'd appreciate it. Später, Crusader. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Tun. So thick and wet. I almost feel like I'm underwater. Boah, Alter. One of them's latched on. So, fuck it. Rainer. Wollen wir ausgewählt? Nein, da. The quicker I get this done, the better. Fire in the hole! It's a way to kill this thing. Ich hab da drei Granaten reingeworfen. It's almost done. Just a little more. Ah, fuck. One more play card out of commission. Oh yeah. Puh, ich wollte eigentlich ein Bild machen, mal kurz. So. So, ein Ort haben wir jetzt soweit schon mal erledigt, was solchen jetzt angeht. Auch wenn es mich ein bisschen nervt, dass ich da gerade 5 Granaten verschwendet habe. Oh, kann ich die Dings nicht abmachen da? Den handgemachten Schalldämpfer. Weil den Rest kannst du behalten. Aber hier ist. Ich würde mal ganz kurz hier einmal kurz durchsuchen. Weil. Hier vielleicht Materialien drin sind. No luck. Ja. Gut. Dann einmal hier gucken. Da. Ich glaube, wir können auch erst um die Sachen und Crusader kümmern. Obwohl, ich glaube, wenn wir da runterfahren, gibt es sowieso noch einen solchen Herz, was wir platt machen können. Jetzt mal an, die sind alle tot. Das solchen Herz, oh, die müssen wir mitnehmen. Ja, aber die müssen wir mitnehmen. Die Antenne.
So. Das und das. Cool, jetzt haben wir wieder eine ganz, so eine Form, fast so eine Stadt frei, wo wir uns wieder umgucken können. Also neue Sachen finden können. Oh, guck mal hier hinten. Mitnehmen. Meins. Und meins. Und meins. Ach ja, wir haben ja jetzt durch Pathologie den Kram, ne? Dass wir viel mehr solchen Sachen finden. Ich denke, ich habe unseren nächsten Outpost. Nein. Obwohl, warum eigentlich nicht? Wir haben keinen Materialien-Outpost. Und wir haben ja jeden Tag auch Materialienkosten. Ja, ein Reparaturkit. Nee, da war ich auch gerade. Da. There. Wo kann ich denn den Outpost anmachen? Also anstellen. Ich meine, da können wir hier wirklich alles einsammeln. Und gucken. Alles einsammeln und gucken. Und dann hier alles reinpacken. So. Yep. Our new outpost is ready for action. Yeah. So. Das da. Das da. Oh Gott, jetzt haben wir mal haufenweise Munition, ne? Das da. Gut. Dann holen wir mal kurz die anderen Sachen hier raus. Mitnehmen. Ja, that's heavy enough. Weil jetzt können wir ja den Kram hier einpacken. Bobs, 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 Bobs. Im Grunde könnten wir das Mittel auch schon nehmen. Obwohl, wird Medizin langsam knapp. Okay, ich lasse das erstmal so. Weil wir sind ja noch nicht so stark infiziert, also. Von daher sollte es jetzt noch nicht so wirklich. Wie sieht es bei dir denn aus? Ja. Packsäcke tauschen. Du. Ach, der hat noch einen Packsack dabei. Ich voll Depp. Warum sagst du denn nichts? Sie läuft die ganze Zeit hier mit einem Packsack rum. So, mitnehmen. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Wie das zerfällt. Ich höre Zombies. So. Ja, da oben. Come on. So, ne. Komm her. I should reload. Ja, wir packen die Waffe erstmal weg. Die ist ja jetzt leider schon gedamaged wie sonst was. Wir geben dir mal die Schwere. Ich weiß, es ist zwar ein bisschen kontraproduktiver. Okay, this might be too heavy. Tja, musst du dich dran gewöhnen. Haben wir dich denn schon spezialisiert? Ja. Disziplin. Ja, Marathon haben wir ja gemacht anstelle von Tragweite. Na, egal. So. Rein da. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal den anderen da hinten helfen. Stay there. I'll come to you. Und ich würde aber sagen, ich beende die Folge erstmal für heute. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und beim nächsten Mal, ja, kümmern wir uns hier um das Bedürfnis der Grunts. Und wir spielen jetzt gerade Simpsons und das ist nochmal geil. Und und werden auch sehen, dass wir uns vielleicht um das nächste Dienst kümmern. Das nächste solchen jetzt. Mann, Alter. Also, bis dahin. Ciao, ciao.